Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Card Duplication Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version bekommt ihr auch saubere Kopien. Das heißt, diesmal benötigt ihr keine iFood-Kennzeichen. Ja, auch für diesen Glitch benötigt ihr eine Basis. In der Basis braucht ihr eine Avenger. Und in dieser Avenger braucht ihr dann die Fahrzeugwerkstatt. Ebenso braucht ihr dann halt noch einen Winnie Easy, komplett aufgetunt, weil der im Verkauf bis zu 1,8 Millionen bringt. Und für jedes Auto, was ihr euch duplizieren wollt, braucht ihr 2 kostenlose Elegies. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach in eure Basis, dann steigt ihr einmal in einen kostenlosen Elegy ein. Drücken dann Steuerkreuz nach links, dann werden wir in die Avenger geportet. Dort in der Avenger angekommen, einfach das Fahrzeug verlassen, sind wir ausgestiegen, dann können wir die Avenger auch verlassen. So, wir begeben uns jetzt zu diesem Easy, den wir uns duplizieren wollen. Drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts, dann werden wir in die Tuning-Werkstatt geladen, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt ändern wir irgendwas Günstiges, einfach ändern. Was ist völlig egal, und da seht ihr, dass ihr schon die Kopie da stehen habt. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt noch eine schmutzige Kopie. So, um diese schmutzige Kopie jetzt sauber zu kriegen, steigen wir einfach in die Kopie dann ein. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Haben wir das gemacht, drücken wir einmal Steuerkreuz nach links, dann werden wir wieder in die Avenger geladen. Dort in der Avenger auch wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Was ihr da wieder ändert, ist ganz egal. Und anschließend die Avenger verlassen. Ihr werdet merken, dass ihr jetzt immer noch in der Avenger drin bleibt. Ihr müsst einfach nur Gas geben. Dann landet ihr wieder in der Basis. Ihr steigt aus dem Auto aus. Ihr steigt jetzt in den zweiten Elegy ein, drückt an Steuerkreuz nach rechts. Dann auch wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Und das Fahrzeug wieder verlassen. Dann steigen wir jetzt wieder in die Kopie ein. Also das Auto, was wir uns dupliziert haben. Und fahren einmal aus der Basis raus. Und wenn ihr jetzt draußen ankommt, werdet ihr sehen, dass sich das Kennzeichen jetzt ändert. Und jetzt habt ihr auf jeden Fall schon eine saubere Kopie. Aber diese Kopie, die müssen wir jetzt uns einmal abspeichern. Und zwar fordern wir uns dafür einfach die MOC an. Fahren dann mit dem Auto in die MOC rein. Und schon ist das Auto abgespeichert. Und ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall immer noch den Elegy in der Basis stehen. Und um diesen Elegy jetzt loszuwerden, das heißt, wir brauchen jetzt ein anderes Kennzeichen. Der Elegy hat jetzt dasselbe Kennzeichen wie der Easy. Und damit der Elegy jetzt einfach ein anderes Kennzeichen bekommt, kaufen wir uns einfach einen kostenlosen Elegy drüber. Einfach den Elegy austauschen mit einem neuen Elegy. Und schon habt ihr eine saubere Kopie. Und ja, wenn ihr jetzt die nächste Kopie machen wollt, braucht ihr halt dann wieder 2 Elegys. Und wiederholt einfach dieselben Steps. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.